Warum erkenne ich nur so viel von mir selbst in diesem Kind wieder? Neugierig, unnachgiebig, einsam. Ich wünschte, ich könnte ihr beweisen, dass sie sich mit allem irrt. Mit ihrem Vater, mit Basswood und damit, dass ihr Leben eine Sackgasse ist. Wenn es doch nur so wäre. Wir haben mit Joan noch kein Erinnerungsstück. Genau, wir haben hier Joe. Wir haben Annas Vater kennengelernt. Zu arm zum Bleiben, zu arm zum Wegziehen. Das wäre eine tolle Überschrift für einen Artikel. Anna sollte über Nicole schreiben. Das ist eine echte Basswood-Geschichte. Der Münzbeutel hat das nicht random geschrieben, Susi. Wieso komme ich jetzt nicht hier runter? Der Münzbeutel reagiert auf Danke. Das war nicht so ganz random. Mach doch nicht immer meinen Münzbeutel so schlecht. Er redet wenigstens. Christina Mascari. Christina gehört das Café Americano, gleich gegenüber von meinem alten Büro. Anna, Nick und ich waren Stammgäste. Christina kennt jeden in der Stadt. Sie ist das Zentrum allen Klatsches in Basswood. Ihr Kaffee ist super und ihr Lachen kann man in ganz Basswood hören. Zumindest war das früher so, in der guten alten Zeit. Christina war aufrichtig nett zu mir. Diese sentimentale alte Frau ist vielleicht der einzige Mensch in Basswood, der mich nicht hasst. Aber warum hängt er sich in Gespräche rein? Ja, weil der das nicht weiß, dass das gerade ein Gespräch ist. Siehste, er antwortet direkt auch Karin. Der ist erzogen. Lieber einmal zu viel bitte als zu wenig sagen. Arbeitender Mann. Verwendet Graphen und Datentabellen sehr effizient. Oh, Excel, Leute, Excel. Mitarbeiter. Hey man. Thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh right. You're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that. Der erinnert mich an den Sohn bei GTA 5. Same old boring Basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Wie Leute lernen wir denn hier noch kennen? Zachary hat vermutlich die Schule abgebrochen, aber er wirkt zufrieden in Basswood. So. Sizilianische Flagge. Was ist das denn? Landschaftsgemälde? Christina is Basswood's resident godmother. She loves her small talk. Ja, er hat Ähnlichkeiten mit dem Sohn. Ja. Buttermilchkekse, das sieht aber eher aus wie Cupcakes. Einer davon und eine Tasse Kaffee, das wäre ein guter Start in den Tag. Wir reden jetzt mal mit Anna. Dafür sind wir ja eigentlich hier. Betten there'll be a few more cups before she leaves. Some things never change. Sam! Glad you came. Of course. I said I would. I can still be glad about it. So, I hear you got in a fight after I left the wake? It was really more of a scuffle than a fight. A bit of tit for tat. Oh, well, if it was just a bit of friendly fisticuffs. Yeah, I don't know if I could call it friendly. You haven't seen Dennis today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her.
You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down, or try to involve the cops. She might do those things, yes, or she might be someone who you can trust, who can help. Oh, Leute. Ich würde es ja erzählen. Weiß es nicht. Chat, entscheidet ihr. Mir geht's gut, Karin. Gott sei Dank Freitag, Wochenende. Passt. Der Chat wieder, ne? Okay, Linchen sagt erzählen. Karin sagt auch erzählen. Gut, dann machen wir erzählen. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood Jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam. What have you done? Wow, das war ja ein richtig langes Treffen mit Anna. Wir haben richtig viel erfahren. So, dann müssen wir jetzt hier wieder ganz links, wo das Schild war. Waren die Typen erst schon da? Ist das Joel? Ist doch Joel, das ist der aus der Kneipe. Locked. Müssen wir dort an der Seite durch die Tür? Ist ja klar. Und da sind natürlich jetzt die Typen im Weg. Ah, ich habe gerade die Tür schon gesehen. My, my, my. Look what we got here. Is that Sam Higgs trying to get back in the newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. Trust me, I'll be out of here as soon as I can. Good. Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood. Because we'll be watching you. Okay. Weg sind sie. Vor allem, wie sinnlos ist das denn? Weißt du, der Eingang vorne ist zu, aber da an der Seite, was auch jeder sehen kann, ist einfach offen. Aber gut. Been a while. This place used to be my home. Eggman. Or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here.
Hat sich ja gelohnt, die Kamera auszumachen. Erstmal umgucken hier. Dennis. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? What? Ich wollte mich umgucken. You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Was? Sam, no. Don't think about that. Don't let it in. Going. You got this. Ah. Don't give up, Sam. You almost have it. This is Dennis's office. There must be some clues around. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? The blood got all over the wall here. But where did the bullet... The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. From the angle, this was the shooter's position. Was it me? There's nothing useful in those drawers. Dennis had his gun on him at the wake. None of these notes are helpful. I should stay focused on where the bullet went. Yeah. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. His gun is gone. He had it earlier. Where did it go? The shooter used Dennis's gun, but I didn't have it this morning. And how did I get the blood on me? The blood has been disturbed. By what? Sam, stop it. Come back to reality. But I...
You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're right. I can see it. I have the complete picture now. Wer lässt denn die Waffe so auf dem Tisch neben sich liegen? Blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Was ist denn hier jetzt wieder los? Joel, und die Jungs sind immer noch auf Blut aus. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Sie haben offensichtlich vor, den Tag der Bergleute damit zu feiern, dass sie mir die Nase brechen und ich habe momentan keine Zeit für Ablenkungen. Ich habe ihr alles erzählt. Über Dennis, die Prügelei, das Blut auf meinem Hemd. Sie hat es besser aufgenommen, als ich gedacht habe. Sie ist besorgt, aber sie ist nicht ausgerastet. Vielleicht stünden die Dinge anders, wenn ich schon früher gelernt hätte, mich ihr anzuvertrauen. Krampfhaft zu versuchen, den Mord an Dennis aufzuklären, hat alles nur schlimmer gemacht. Mir wurde klar, dass ich einen anderen Ansatz wählen musste. Erst beruhigen, dann analysieren. Dennis ist tot, an seinem Schreibtisch erschossen. Er hat es sich mit einer Menge Leute verscherzt, aber wer würde so etwas tun? Und warum? Ja, ich glaube auch nicht, dass Dennis das schüchterne oder das Unschuldslamm war oder also der ja. Entwurf an Mary Gardiner und Frank Gardiner. Werde heute spät nach Hause kommen, tut mir leid. Ich muss einem Arschloch die Welt erklären. Ich werde nicht wach sein, um Frühstück zu machen, aber da sind ein paar Waffeln im Gefrierfach und es müsste. Das die Eltern?
emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. 1. April von Nick an Dee, dringend. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von dir zu hören. Wenn du reden willst, dann höre ich gern zu. Wir können uns morgen treffen. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. 22. März. Von Nick an Walter. Hey Walt, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Wie es scheint, bin ich letztendlich doch in eine Sackgasse geraten. Nächstes Mal habe ich hoffentlich mehr Glück. Nick. Von Walter an Nick. Lieber Nicholas, ich hoffe, du hast eine gute Reise. Hattest eine gute Reise. Boah, ich kann heute nicht mehr lesen. Du hattest letzte Woche erwähnt, dass du einer großen Geschichte auf der Spur bist. Ich fürchte, hier bei uns gibt es bisher nur Belangloses. Ich hatte gehofft, dass du mir, alter Eule, nicht vielleicht erzählen magst, was du im Ärmel hast. Walter. The puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Wie es aussieht, hat Dennis seine Administratorrechte dazu missbraucht, anderer Leute E-Mails zu lesen. Er wusste, dass Nick einer Sache auf der Spur war. Wurde er deshalb getötet? Walter always treated us like family. Die Kisten und Papierstapel ersetzen. Oh, Namensschild. Beim Basswood Jungle war es Tradition, eine Feier zum Jahresende im Büro zu veranstalten. Walter bestand darauf. Er bezahlte Essen und Schnaps aus seiner eigenen Tasche. In einem Jahr hatte er sogar Geschenke für jeden, gravierte Namensschilder für unsere Schreibtische. Wenn jetzt jemand hier reinspaziert, weiß er, dass wir es ernst meinen, sagte er strahlend vor Stolz. Walter hat als Laufbursche beim Basswood Jungle angefangen. Das habe ich fast verschluckt. Entschuldigung. Walter hat als Laufbursche beim Basswood Jungle angefangen, nachdem er nach dem Tod seines Vaters die Schule abgebrochen hatte. Im Laufe der Jahre hat er sich hochgearbeitet. Er lebt und atmet die Zeitungsluft. Geschichten zu erzählen geht einem unter die Haut, sagt er oft. Deine Kollegen sind deine Familie und wir passen aufeinander auf. Wie es aussieht, hat er es nie übers Herz gebracht, dein Namensschild wegzuwerfen, selbst nachdem du weggegangen warst. Ist das jetzt bei Walter? Ja. Durch Kisten und Papierstapel ersetzt mein alter Schreibtisch. If I had the code, I could get in here. Wir brauchen einen Safe Code. Valid question. Still not sure. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Na toll, jetzt war ich zu schnell, oder? Ja, ich war zu schnell. Ist nope. Falsch. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. Ich dachte, ich kann schneller drücken. Keep looking. It was a good guess, just not the right one. Was? 23, 41? Schade.
Mal weiter gucken. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Ich hab dir Pepperoni Rolls im Kühlschrank gelassen. Arbeite nicht so lange. PS, nächstes Mal bist du dran. Anna. Nick, Anna and me. I don't need everyone staring at me. Oh, ich dachte mit Umdrehen, er guckt auf die Rückseite von dem Bilderrahmen. Oh, dass man das immer so unklar ausdrückt. Ich will gern in den Safe. 2341. Müssen wir das rückwärts versuchen? Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Hier ist nix. Warum sollte der Code hier stehen? There's a lot of junk in here, but none of it is useful to me. You didn't deserve this. No one deserves this. Man kann ja auch bei dem Save nicht erkennen, welche Tasten vielleicht vermehrt gedrückt wurden. Welcher Hund bellt denn hier? Namensschild hier die ganze Zeit. Die Tastatur sieht ja mal witzig aus. There might be something around here that hints at Walter's password. Ugh. My heart's desire. You could meet a person, but also a place. Ugh. My heart's desire. It could mean a person. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Walter's desk is just like him, big and full of mystery. Is granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Moment, ist Anna das Passwort? The Inkspots Greatest Hits Notiz. Es ist höchste Zeit, dass dir mal jemand die echten Klassiker nahe bringt. Lass mich wissen, wie du das findest. Wollen wir Anna als Passwort probieren? Good for Walter that Judith is doing all right. She means the world to him. So much so that she could be his password. Praxis Dr. Lastufka. Sehr geehrter Mr. Dodson. Gemäß dem Wunsch ihrer Mutter freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sie ihre Mutter auf dem Weg zur vollständigen Genesung befindet. Nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung ist sie nun imstande, unsere Obhut zu verlassen.
Gemäß meinen Empfehlungen wird sich Miss Judith in Kürze auf den Weg nach Costa Rica begeben. Das wärmere Klima wird ihr helfen, zu ihrer früheren Stärke zurückzufinden. Sollten Sie weiteren Klärungsbedarf haben, so zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. PS, Ihre Mutter bat mich außerdem, Sie daran zu erinnern, dass Ihre eigene Kontrolluntersuchung bei Dr. Chavez schon lange überfällig ist. Freundlichen Grüßen, Dr. Lastufka. Gute Nacht, Karin. Schön, dass du da warst. Und dann bis zum nächsten Mal. Prin never looked happy. Und viel Erfolg morgen. Been Walter's cat for years. Prin könnte es auch sein. Her name is his password. I can't imagine Walter getting a suntan at the beach. He can't stay still. Linus, ich hoffe, du arbeitest nicht schon wieder so viel. Du musst mich in Playa Langosta besuchen. Es ist so schön, liebe Mom. Ich möchte ja, ehrlich gesagt, Anna als Passwort probieren. Wir haben Anna nicht zur Wahl. That's not it. I have to keep looking. That's not it. I have to keep looking. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Just reminders. Nothing that could be used as a password. She used to be the office administrator ages ago. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Huh? Huh? So, und das wird jetzt auch falsch sein und dann ist es gesperrt. And I'm in. Let's see what secrets you got in here, Walter. Okay. Vierter April von Walter an Bess Mitchell. Betreff Hilfe. Bess, ich wollte dir erneut aus tiefstem Herzen für deine Hilfe bedanken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast, Walter. Von Bess an Walter. Hier ist der Bericht zu Nicks Unfall. Du hast schon eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nichts wirklich Interessantes, nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Mostly standard so far, by the book. I see why Walter wasn't worried. Basswood Polizeidienststelle, Unfallbericht. Verkehrsunfall, 2. April 17, Telegraph Hill. Louis. Einzelheiten der Untersuchung, 1 von 3. Beteiligte Person, Nicholas Waldron, 35. Fahrzeuge, Farbe Rot, Marke Cosmo, Modell 2008 Romero. Unfallhergang. Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben. Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicholas Waldron auf dem Fahrersitz aus. Reifenspuren und andere Spuren legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Der Fahrer war vermutlich angetrunken. Wait, that doesn't make von einem sense. Tier erschreckt? Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Einzelheiten Untersuchung 2 von 3. Airbags ausgelöst, Sicherheitsgurt nicht angelegt, Fenster geschlossen. Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, sich anzuschnallen. Das Feuer brannte einen kleinen Bereich um das Auto nieder, breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkung, das Einatmen von Rauch oder Verbrennungen sind alles mögliche Todesursachen. Car really burned, though that's very uncommon in most crashes.
Einzelheiten Untersuchung 3 von 3. Okay, das sind nette Bilder. Stimmt eigentlich. Autos brennen gar nicht so schnell und Autos explodieren auch nicht so schnell, wie es in Filmen und so immer gezeigt wird.